Herzlich willkommen zum Modul F zur Content Production, also zum Erstellen von Inhalten. In der ersten Episode beschäftigen wir uns heute mit Texten und Bildern. Wie erstellt man die im Online? Da gibt es sehr, sehr viele Werkzeuge dazu und dazu werde ich Ihnen einige vorstellen. Einmal Werkzeuge zur Textverarbeitung und dann auch schon ein bisschen für Abbildungen zu erstellen, die dazugehören und dann schauen wir uns Werkzeuge zur Bildbearbeitung an und werden uns auch nochmal eine Website anschauen, Alternative 2, wo man sich wieder neue Tools anschauen kann, wenn man schon mal eine Sache irgendwie gefunden hat und sich denkt, gibt es da vielleicht noch was Besseres. Okay, springen wir mal rüber in den Firefox. Was ist Google Docs? Ja, Google Docs, auf Deutsch heißt es Textentabellen. Damit kann man, man kann Dokumente, Textdokumente erstellen. Da hat man im Grunde eine Art kleine Textverarbeitung, die einiges kann. Man kann also hier seine Bachelor-Thesis-Titel schreiben. Naja, vielleicht sollte man die Bachelor-Thesis nicht unbedingt nur auf Google Docs schreiben, aber man kann hier sehr gut mit anderen Personen arbeiten und auf alle Fälle gibt es hier Möglichkeiten zu formatieren. Und schreiben wir mal ein bisschen was. Das ist der dritte Kapitel. Text. So, jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen formatieren. Das wird die eine Überschrift 1, wieder eine Überschrift, noch eine Überschrift. Und jetzt können wir hier einfügen, ein Inhaltsverzeichnis. Und sofort haben wir ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis. Es ist schwierig, wird es dann, wenn man dann Seitenzahlen haben will, etc. Aber wie gesagt, so einfache Textdokumente kann man dort mit erstellen, formatieren, geht alles und unterstützt auch Dinge wie zum Beispiel Fußnoten. Und gespeichert wird es immer gleich. Und hier sehen Sie, gespeichert. Man kann es aber noch runterladen als OpenOffice-Dokument, als PDF, RTF-Text, Word-Datei. Also jedenfalls auch weiter verarbeiten. Google-Textabellen ist aber nicht nur beschränkt auf tatsächlich Texte und Tabellen, also Tabellen, eine Tabellenkalkulation und das ist wirklich sind alles, was man so braucht. Mehr Verwerte, 34, 54. Ja, 34 wollen wir dann die Summe bestimmen. Noch nicht ganz deutsch lokalisiert, das heißt, wir müssen irgendwelche Funktionsnamen nehmen, aber ansonsten ist eine normale Tabellenkalkulation und Google Textentabellen ermöglichen aber auch einfache Präsentationen zu erstellen. Die sind jetzt nicht vergleichbar mit Microsoft PowerPoint oder Apple Keynote Präsentation, aber immerhin hier neue Folien einfügen, da gibt es ein Folienlayout.
Man kann Bilder einfügen. Man kann eigentlich einiges machen. Und das Interessante ist, dass tatsächlich Google Textentabellen mittlerweile einiges mitbringt an Vorlagen. Ja, bevor ich in die Vorlagen zeige, noch mal ganz kurz: Man kann auch Formulare erstellen, damit kann man Daten erheben und Zeichnungen. Das ist ein sehr einfaches Zeichenprogramm, da zeige ich Ihnen einfach noch ein bisschen. Und ja, das leistungsfähigere Dinge. Aus Vorlage bedeutet, dass man halt sich Vorlagen mitnehmen kann. Und jetzt mal anschauen: Wir wollen zum Beispiel ein Dokument. Und da wollen wir Dinge, die für Schüler und Lehrer sinnvoll sind. Und da sieht man dann so ein bisschen, aha, viele, viele Vorlagen, die vielleicht manche gut sind, manche nicht so gut sind. Hier ist eine, die recht häufig gut bewertet wird. Das ist eine Vorlage und hier sieht man schon so ein bisschen, dass tatsächlich hier auch Gestaltungsmöglichkeiten da sind für solche Dokumente und das weist auch ein bisschen auf das Potenzial hin von Google Texten Tabellen. Gut, soweit zu Google Texten Tabellen. Eine Alternative dazu ist Zoho. Zoho hatte ich schon mal bei den Projektmanagement Tools vorgestellt und Zoho hat auch ganz, ganz viele Dokumente. Zoho weiter wäre eine Textverarbeitung, Zoho Sheet, eine Tabellenkalkulation, Zoho Show Präsentation und noch ein paar andere. Schauen wir uns einfach mal kurz den weiter an. Es gibt auch was zum Zeichnen. Hier muss man sich dann anmelden. Auch hier sehen Sie wieder, ähnlich wie bei Google Documents, die Möglichkeit, Text zu schreiben. Und man kann, das ist das Interessante, natürlich auch gemeinsam schreiben, das werden wir uns aber in dem nächsten Modul nochmal genauer anschauen. Zum Erstellen von Abbildungen bietet sich Glyphy an. Glyphy ist ein anderes Werkzeug zur Erstellung von Illustrationen. Im Vergleich zur Bildbearbeitung, Illustrationen sind eher webbasiert. Wir können uns das mal hier anschauen, wenn wir einiges an Vorlagen. Gucken wir mal, nehmen wir jetzt mal so eine Vorlage, die Lady Gaga Adoption. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Die nutzen wir mal. Und das Interessante bei Liffy ist, dass man mal abgesehen davon, dass man sehr viele hier Möglichkeiten hat, auf Vorlagen zurückzugreifen, dass ein paar Dienstmöglichkeiten. Bleibt man hier doch kurz bei den Markierungstool. Und was wir jetzt hier sehen ist, aha, diese ganzen Pfeile, die bleiben an den Boxen hängen und das hat einen großen Vorteil, dass wenn wir tatsächlich noch neue Boxen einfügen oder Dinge verschieben, etc. Das hilft dir extrem, weil wir jetzt nicht plötzlich alle Pfeile wieder neu machen müssen. Also insofern Glyphy auf alle Fälle ein Tool, was man sich mal anschauen sollte, wenn man ja, Illustrationen machen muss. Eigentlich in allen Bereichen gut einzusetzen.